Und willkommen zurück bei Valkyria Chronicles. Und wir haben einen Tank vor uns, also einen Panzer. Und ich hoffe sehr, dass wir unser nächstes Ziel erreichen, denn wir haben nichts zu mehren. Okay, Welkin hat es uns gerade noch mal gesagt. Wir müssen fliehen, auch wenn sie es nicht gerne sagt. Wir sollen also in diese Allee flüchten, die da im Osten ist. Da kommt der Panzer nicht durch. Aber ihr habt da schon Gegner gesehen. Und es waren mehr als drei. Ich habe nicht die geringste eine Ahnung, wie wir das schaffen sollen, aber ihr seht's eh, wir müssen das Ziel erreichen. Es sind vier Gegner plus Tank. Und wir haben hier unsere Licia, den Welkin und den Town Watchman. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit ihm vor und versuchen, einen von den Gegnern da abzuballern. Okay, das ist schon mal massiv da niedergegangen. Vier Gegner schießen auf uns. Und die Stadtwache hat sich gerade aus unserem Squad verabschiedet. Super! Das war ja schon mal Mist. Wir müssen hier ganz schnell weg, ganz, ganz schnell. Okay, der ist schon mal tot. Alter! Und Alicia muss auch dahin. Die muss den anderen da drüben wegnehmen. Spannender geht's nicht für den Anfang? Oder wie? Zielen, ganz genau zielen. Jawohl, da nieder ist er. Okay, die Runde ist vorbei. Da hinten sind noch zwei Gegner. Dann lassen wir uns jetzt hoffen, dass der Panzer uns nicht trifft. Oder können wir noch mit ihm gehen. Schauen wir mal. Ja, er hat noch einiges an. Kann noch einiges laufen. Okay, dann schnell noch wenigstens hier Schutz suchen. Nein, 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 nein. Ich hoffe, hier sind wir sicher. Eieieiei. Schauen wir mal. Bitte, bitte lass uns das überleben. Alter, what the hell? Bitte lass ihn nicht mehr unten haben. Ach, bloß gut. Alter Schwede.
So, jetzt bin ich gespannt. Kommen wir da rum? Schauen wir auf die Map. Prinzipiell sollten wir es schaffen. Ich hoffe es so sehr. Weil wir müssen dahin. Die große Frage ist jetzt, sollen wir die Gegner angreifen und kommen da durch oder? Wir können es nur probieren. Ich hab's gewusst, man kommt da nicht durch. Wir müssen darüber. Wir müssen die abschießen. Der ist schon mal weg. Jetzt zu Alicia. Schnell darüber und unseren Freund da niedermähen. Boah, ist das. Das ist fucking spannend, Alter. Und sie hat es nicht geschafft. Wir müssen versuchen, mit welchen noch darüber zu kommen. Wir müssen es schon einfach probieren. Ja! Gott sei Dank! Alter! Was machen wir nur? Ja, ist nichts zu machen für die Stadt. Diese arme, schöne Stadt wird einfach mal niedergemäht. Das ist echt jedes Mal ein Trauerspiel, sowas anzuschauen. Und ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Versuchen wir ein bisschen Zeit rauszuschlagen. Sie versucht irgendwie noch Stadtwachen ranzubekommen am Haupttor und um sie abzuhalten. Welkin versucht jetzt natürlich noch schnell nach Hause zu kommen und Isara und Masa zu holen. Und kommt dann zurück. Was mit den anderen Stadtbewohnern wird, ich hoffe, dass zumindest ein paar weniges schaffen. Sei vorsichtig, Welkin. Ach, ich mag die Charaktere jetzt schon so sehr. Und, oh Gott, gerade mal Rang D. Also, wir haben uns jetzt bei der Schlacht nicht wirklich gut angestellt, auch wie ich, wenn ich finde, haben wir eigentlich das nicht so schlecht gemacht. Ich schätze mal, der Rang D ist wegen der Wache, die wir verloren haben. Aber was soll man machen, das war, ja, leider ein Opfer zur Rettung von unseren Main-Charakteren. Wir haben wenigstens ein bisschen Erfahrung bekommen. Und damit willkommen in Kapitel 2. Die Flucht aus Brühl mit Teil 1 Rettung. Und wie ihr vielleicht schon oben links seht, unsere kleine Schwester hat eine Waffe in der Hand. Ich glaube, dass wir keinen Bruder sehen. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Wir speichern natürlich erstmal, weil ein Tank überleben ohne Granaten oder sonstigen. Ungern nochmal. Hoffentlich seid ihr okay. Ne, das hoffe ich auch sehr, ja. Ne? Was? Haben sie ja angeschossen oder was?
Na super. やめてください。おい、見ろよ。こいつダルクスの布を巻いてやがる。なんだお前。ダルクス人だったのか。道理で油臭い家だと思ったぜ。ババアに油臭いダルクス人に。ここはブータ小屋買ってんだよ。 この家で勝手な真似は許しません。今すぐ出て行ってください。銃を下ろせ。ガキが扱える代物じゃねえ。ギサラ。なんだてめえは。やろう。Alter, what? ダルクスのメス豚が。 Wir sind vom Dachsengeschlecht und stolz drauf. マーサさん。マーサさん。ハイエツ感、エッチ、ゲンザウト。ウォーフ。と言っても、ここで寝かせておくわけにはいかないよ。かなりの数の帝国兵が町に侵入してきている。風車と広場が制圧されるのは時間の問題だ。 Unsere Eltern haben uns anscheinend irgendwas hinterlassen, mit dem wir hier rauskommen, und unsere liebe Masa ist verletzt. Wie schwer, sieht man nicht wirklich. Und es geht wohl um den Nachlass unserer Väter oder unseres Vaters. Also würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Bild ist sehr interessant. Schauen wir mal. Ich hab da so eine Ahnung. What? Das ist... 将軍のために一両だけ製造したイールバイスタイム。だけどこの戦車は10年以上も動かしていないはずじゃ。大丈夫です。いつでも動かせるように整備してあります。私が軍事教練で整備を専攻していたのは父のような技師になりたかったからです。整備って、イサラが一人でやったのかい？基本部分はほとんど手を加えていません。エンジンに新型のタービンを搭載して、 出力重量比の向上を図ってあります。今の時代の戦車と比較しても水準以上の火力と機動力を発揮できるはずです。父さんの戦車が動くのか。兄さんは気候訓練コースを選択していましたね。ああ、高校の時一応ね。マーサさんを連れてきてください。戦車に乗せて安全なところに避難しましょう。 Okay, unsere kleine Schwester hat uns den Panzer unseres Vaters gezeigt, der wohl noch sehr tüchtig ist, und sie übernimmt jetzt das Steuer. Und wir geben die Befehle. Ich bin gespannt. Edelweiß, roll raus. Und wir wollen natürlich Alicia abholen. Ob sie sich denn mitnehmen lässt, schauen wir mal. Weil sie ist ja doch noch Teil der Stadtwache. Aber mit so einem Panzer fühle ich mich doch dann ein wenig wohler. Okay. Das war eine kurze Episode. Und wir merken schon, unsere kleine Schwester zeigt sehr viel Feingefühl für allerlei
Waffen und weiß, ihre Familie zu verteidigen. Und bevor wir in den Kampf kommen, speichern wir natürlich. Und es geht weiter mit Retreat from Pruhl, heißt, wir lassen Pruhl hinter uns und kommen zu Part 3 vom zweiten Kapitel. Okay, wir werden direkt für die nächste Operation gebrieft. Und der Panzer ist immer noch unterwegs. Und wir müssen das Tor der Stadt verteidigen, um die restlichen Mitbewohner quasi zu verteidigen. Und sie kommen direkt auf uns zu. Und wir müssen natürlich den Tank ausschalten. Okay, scheinbar ist es nicht möglich, mit unserem Tank den zu zerstören. Wieso, verstehe ich jetzt nicht ganz. Oder es war jetzt ein leichter Übersetzungsfehler. Und das heißt, dass sie es ohne unseren Tank nicht schaffen. Okay. Ich bin jetzt gespannt, ob wir alle wieder befehligen müssen oder nur den Tank nutzen. Weil, wie ihr seht, dazu gekommen, das Menge darf nicht zerstört werden. Und unsere zwei Hauptakteure dürfen natürlich nicht sterben. Wir müssen es hier stoppen und die Operation beginnt. Wenn dieses Tor fällt, werden wir noch viel mehr Probleme haben. Es wird dann kein Zuckerschlecken für die Dorfbewohner oder Stadtbewohner. Bevor wir damit anfangen, haue ich nochmal einen kurzen Break rein, weil die Spannung steigt und ich will euch einen fetten Fight in der nächsten Episode zeigen. Und damit auch schon fast das Ende vom zweiten Kapitel. Wir sehen uns bald, euer Lordkalf.